Liebe Schwestern und Brüder, wir haben zu Beginn heute die Lesung gehört vom Auszug aus Ägypten und von diesem Mahl, das die Israeliten vorher noch gefeiert haben. Wir haben dann in der Lesung gehört von diesem Mahl, das Jesus mit seinen Jüngern gefeiert hat, die Erinnerung an dieses Paschamahl, das Jesus neu deutet, dem er eine neue Bedeutung gibt, aber eine Bedeutung, die anschließt an der Bedeutung des alttestamentlichen Paschas, nämlich auch ein Mahl der Befreiung. Schon das alttestamentliche Paschafest war ein Mahl der Befreiung. Es ist darum gegangen, dass das Volk Israel von Gott hinausgeführt wird in die Freiheit und noch ein letztes Mal in Ägypten Stärkung erfährt, bevor es sich auf diese Wanderung macht, bevor es sich aufmacht, hinaus in die Freiheit zu ziehen. Und die Eucharistie, der Weg, den uns Jesus gezeigt hat, seine Nähe, ist auch nichts anderes als ein Weg in die Freiheit, der aber noch mal viel größer ist, nämlich nicht nur, auch, aber nicht nur für das erwählte Volk Gottes, sondern für die ganze Menschheitsfamilie, für alle Menschen und eigentlich ein Weg der Erlösung, in die Erlösung Gottes, in die Freiheit für das ganze Universum. Und in der Fußwaschung dann dieser Dienst Jesu. Jesus macht noch einmal sichtbar dieses Reich Gottes, dieser Weg in die Freiheit, der besteht nicht darin, dass es da ein Oben und Unten gibt, sondern es besteht darin, dass sich ein Gott ganz klein macht, dass sich ein Gott ganz hinunterbeugt, dass sich Gott, der immer von den Menschen weit oben gesucht wurde, weit oben, weit weg von uns, dass sich dieser Gott ganz, ganz klein macht, zu unseren Füßen begibt, sodass wir ihn sehen können, sodass wir uns nicht fürchten müssen vor ihm, sondern dass wir diesen Gott nur lieben können, wie ich schon zu Beginn gesagt habe, schon zu Weihnachten im Kind von Bethlehem und jetzt in der Fußwaschung und in einigen Tagen wird dieser Gott am Kreuz hängen. Ein Satz, der einem die Gänsehaut über den Rücken laufen lässt. Gott hängt am Kreuz aus Liebe zu uns Menschen. Das zieht sich wie ein roter Faden durch die heutigen Lesungen. Aber eigentlich sind es drei Grundbotschaften, die ich heute Abend euch mitgeben möchte. Es ist immer gefährlich, dass man bei einer Predigt lange herumredet und eigentlich das Wesentliche nicht sagt. Drum gleich diese drei Grundbotschaften, die ich sagen möchte. Und zwar erstens möchte ich euch die Botschaft mitgeben, seid barmherzig, nicht nur miteinander, sondern seid barmherzig mit euren Priestern. Die Einsetzung des Priestertums feiern wir heute Abend. Seid barmherzig mit euren Priestern. Die zweite Botschaft, liebt und verehrt die Eucharistie, die Gegenwart Gottes im Brot, indem er sich uns gibt, indem er uns ganz intim begegnet. Und die dritte Botschaft, die ich euch mitgeben möchte heute Abend, ist, lasst euch immer wieder von Jesus die Füße waschen in eurem Leben. Seid nicht zu stolz, euch immer wieder von Jesus helfen zu lassen, dienen zu lassen, immer wieder herausziehen zu lassen. Ich möchte bei der ersten Botschaft beginnen. Seid barmherzig mit euren Priestern. Papst Franziskus, den wir alle kennen schon, den wir alle auch gern gewonnen haben, lieb gewonnen haben in seiner authentischen Art. Er gibt uns Priestern immer wieder mit, seid barmherzig zu den Menschen. Legt den Menschen keine zu schweren Lasten auf. Der Beichtstuhl soll keine Folterkammer sein, sondern ein Ort der Freude, wo man leichter wieder herausgeht, als man hineingegangen ist. Er sagt, die Kirche ist keine Zollstation, wo wir Zölle einheben und sagen, die dürfen herein und die dürfen nicht herein, sondern die Kirche ist das Vaterhaus, wo wir offen sein müssen, wo wir alle hereinlassen müssen, wo wir einfach schauen müssen, dass so viele Menschen wie möglich sich in diesem Vaterhaus zu Hause fühlen. Das legt er uns Priestern immer wieder ans Herz. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass er uns Priestern sagt, seid barmherzig mit den Menschen. Ihr seid nicht Herrscher, sondern ihr seid Diener der Menschen, Diener zum Heil der Menschen. Ihr müsst schauen, dass ihr den Menschen, so gut ihr es könnt, dienen könnt. Aber heute möchte ich euch mitgeben, nicht nur wir Priester, wir sollen barmherzig sein mit den Menschen, sondern auch seid ihr barmherzig mit uns Priestern. Wir sind Menschen durch und durch. Menschen mit ihren Fehlern, Menschen mit einem ganz bestimmten Charakter. Jeder hat einen anderen Charakter.
Menschen mit ganz unterschiedlicher Lebensgeschichte. Wir sind Menschen, wie diese 12 Apostel, so verschiedene Menschen gewesen sind, so verschiedene Typen. Ein Petrus, von dem wir gestern gehört haben, dass er Jesus verraten hat, 3-mal. Aber der auch immer wieder begeistert ist und immer wieder nach vorne prescht und immer wieder sagt, ich bin dir treu, Herr, bis zum Schluss, ich stehe zu dir. Aber im gleichen Augenblick oder einige Sekunden später fällt er wieder und macht wieder einen Blödsinn, dass es ihm selber wieder zu blöd ist und dass er dann weint auch, wie wir hören. Da ist ein Judas gewesen, der wirklich dann zum Verräter geworden ist. Da waren Jakobus und Johannes, die Donnersöhne, so temperamentvolle Typen, die geglaubt haben, dieses Reich Gottes, das muss man über den Leisten brechen, das muss man mit Gewalt durchsetzen. Und 12 ganz unterschiedliche Typen. Und auch mit ihren Fehlern, mit ihren Stärken, mit ihren Schwächen. Und euch möchte ich heute mitgeben, seid barmherzig mit uns Priestern, die wir auch so verschieden sind, auch so fehlerhaft wie diese Apostel. Ich weiß selber, früher, als ich noch nicht hier vorne gestanden bin, als ich noch nicht gepredigt habe, als ich angefangen habe, regelmäßig in die Kirche zu gehen und wenn ich dann da gesessen bin, verschiedene Priester beobachtet habe, Predigten gehört habe, dann geht es so schnell, dass man urteilt, dass es im Kopf so ein Mechanismus beginnt und man sich denkt, na, das könnte er anders machen und das, was er jetzt erzählt, das ist eigentlich ein Schmarrn, da kann ich nichts anfangen damit. Und überhaupt die Lebensführung oder manche Dinge, die er sagt, kann ich nicht vertragen. Und ich war genauso. Also ich habe mir das genauso durch den Kopf gehen lassen, immer wieder. Und ich erlebe es auch jetzt, wenn ich zum Beispiel mit meiner Schwester rede zu Hause, wenn sie über den Pfarrer erzählt und was er halt alles falsch macht. Und man kommt so schnell in ein Schimpfen über die Priester hinein. Und ich glaube aber, dass das nicht gut ist, sondern dass wir eigentlich auch in den Priestern nicht den Hochwürden sehen müssen, sondern, wie man früher gesagt hat, der Hochwürden, die hohe Geistlichkeit, sondern den Menschen, der genauso erlösungsbedürftig ist, der genauso ein einfacher Mensch ist und mit dem wir alle eigentlich verbunden sind durch das allgemeine Priestertum, von dem das Zweite Vatikanische Konzil gesprochen hat. Jeder Mensch, jeder von uns ist auf seine Weise Priester. Nicht nur wir, die wir hier vorne stehen, sondern auch ihr, die ihr am Abend vielleicht eure Kinder segnet beim Bettgehen, die ihr den Kindern von Gott erzählt, am Abend vor dem Bettgehen vielleicht oder auch am Nachmittag, so wie es meine Oma mit uns Kindern gemacht hat. Ihr, die ihr vielleicht in der Schule Religion unterrichtet oder ihr, die ihr betet am Abend, die ihr die ganze Verwandtschaft und die ganzen Enkel durchgeht und für jeden noch einen Vater unser betet. Ihr, die ihr vielleicht kranke Menschen zu Hause pflegt, kranke Menschen, die auch oft anstrengend sind, wo man viel Geduld und Energie auch braucht. Ihr, die ihr verheiratet seid und auch als Ehepartner immer wieder Kompromisse eingehen müsst, immer wieder barmherzig zu sein müsst miteinander. Das sind alles priesterliche Dinge und priesterliche Dienste. Nicht nur wir sind Priester, sondern ihr alle seid Priester. Unser Dienst, unser Amtspriestertum besteht darin, euer allgemeines Priestertum dem zu helfen. Irgendwie auch durch die Verkündigung, durch die Sakramente zu helfen, dass wir alle miteinander Priester sein können. Das ist das, was uns unterscheidet. Aber wir alle sitzen zuerst einmal im selben Boot, weil wir alle auf eine Art und Weise von Gott eine priesterliche und königliche Würde geschenkt bekommen haben. Zur zweiten Botschaft, ich habe gesagt, liebt Jesus in der Eucharistie. Ich glaube, das ist auch etwas ganz Wichtiges. Viele Menschen können heute nicht mehr viel anfangen. Ich habe kürzlich gehört, bei einer Erstkommunionvorbereitung hat eine Mutter gefragt, ob man das nicht weglassen kann bei der Erstkommunion, dass die Kinder dieses Brot da bekommen, diese Oblatte in den Mund bekommen, was das eigentlich soll. Das Kind kann eh nichts anfangen damit. Was soll das eigentlich? Und ich glaube, dass das nicht eine einzelne Mutter war, sondern dass das heute der Mainstream ist. Viele Leute können mit der Eucharistie nichts mehr anfangen, weil sie einfach nicht aus Schuld oder so, sondern weil sie nie die Erfahrung gemacht haben, dass Jesus da wirklich gegenwärtig ist. Dass Jesus in der Heiligen Messe, bei der Anbetung, in diesem kleinen Stück, in diesem unauffälligen Brot,
in dieser Oblate, dass da wirklich Jesus Christus gegenwärtig ist. Der heilige Franziskus sagt, das ist das Einzige von Gott, was wir wirklich mit leiblichen Augen schauen können, diese Eucharistie, sonst ist Gott verborgen. Also ich lade euch ein, diese Eucharistie zu lieben, immer wieder auch einmal zwischendurch in die Kirche zu kommen, und viele von euch machen das auch zur Anbetung oder sich einfach eine Viertelstunde vor den Tabernakel zu sitzen und wirklich zu wissen, da ist Gott zu Hause, da ist Gott, da ist Jesus, da kann ich mein ganzes Leben vor ihm aussprechen. Jesus in der Eucharistie lieben und in weiterer Folge dann auch Jesus im Mitmenschen lieben. Jesus ist nicht nur im Tabernakel, vorne in der Kirche, da ist er, aber er ist auch im Mitmenschen. Ich denke mir manchmal, wenn ich hier hinausgehe nach der Messe und vor dem Tabernakel eine Kniebeuge mache und in die Sakristei zurückgehe, dann müsste ich eigentlich vor jedem Menschen, den ich diesen Tag begegne, auch eine Kniebeuge machen. Jesus ist hier in der Eucharistie im Brot, aber er ist auch in dir. Wir sind Tabernakel, wir sind heilig. Und trotzdem gelingt es mir nicht immer. Trotzdem gehe ich manchmal hinaus und vergesse das sofort und ärgere mich dann über einen Mitbruder, über einen Mitmenschen, über Menschen, wo man sofort vergisst, dass dieser Mensch eigentlich Tabernakel ist, dass da Jesus drinnen ist. Und darum lade ich euch ein, Jesus im Brot, in der Eucharistie zu lieben, aber auch im Mitmenschen immer wieder zu lieben und sich zu erinnern, dass Gott im Mitmenschen wohnt, auch in dem Mitmenschen, mit dem wir uns vielleicht schwer tun. In jedem Menschen ist Gott zu Hause. Und die dritte Botschaft, lasst euch immer wieder von Jesus die Füße waschen. Das hören wir heute von Petrus. Petrus sagt, Herr, geh weg von mir, ich habe mich schon gewaschen, und warum willst du mir die Füße waschen? Petrus anschauen, wer dieser Jesus ist. Und Jesus sagt zu ihm, lass das geschehen mit dir, Petrus. Das ist mein Dienst an dir. Ich bin dazu gekommen, um dir die Füße zu waschen. Dieser Dienst der Fußwaschung im übertragenen Sinn ist der Dienst des Mutmachens eigentlich. Dieser Gott, der uns immer wieder die Füße waschen möchte, der uns so Mut machen möchte, diesen Gott nicht zu fürchten, sondern der Sklavendienst, der an uns verrichtet. Dieser Gott, der uns immer wieder seine Hand entgegenhält, der uns immer wieder aufhilft, wenn wir unten liegen, der uns immer wieder weiterhilft. Das Einzige, was wir tun müssen, ist, das an uns geschehen lassen. Zu wissen, dass uns kein Stein aus der Krone fällt, wenn wir zugeben, ich bin ein armer Sünder. In Wirklichkeit bin ich ein armer Hund, wie man so sagt, der seine Fehler hat, der immer wieder in die gleichen Probleme hineinfällt. Aber da gibt es einen Gott, der mich immer wieder rettet. Und Gott diese Armut immer wieder hinzuhalten. Nicht die weiße Weste, nicht das, was wir gut können, das, wo wir super sind, wo wir toll sind, sondern Gott diese Armut, die jeder von uns auf irgendeine ganz andere Art und Weise hat, diese Armut Gott hinzuhalten, diese dreckigen Füße Gott hinzuhalten und sich von ihm die Füße waschen zu lassen. Ich möchte schon damit abschließen, noch einmal mit dem Papst, der gefragt worden ist bei einer Konferenz, was die Bedingungen sind, dass jemand Priester werden darf. Welche Bedingungen muss man stellen? Welche Voraussetzungen muss einer mitbringen? Und die Antwort des Papstes war, Sünder ja, Sünder dürfen sie sein, aber sie sollen nicht korrupt sein. Korrupt, auf Italienisch corrotto, hat er gesagt. Das heißt, sie müssen zugeben können, dass sie Sünder sind. Sie müssen dazu stehen können. Und wenn sie das nicht können, wenn sie korrupt sind, wenn sie eine Rolle spielen, wenn sie Schauspieler sind, wenn sie ihren eigenen Nutzen suchen im Priestersein, vielleicht von den Menschen gegrüßt, geehrt zu werden oder irgendwelche anderen Interessen dahinter stecken, das wäre falsch. Aber sobald einer Sünder ist und dazu steht, wenn er sagt, mir fehlt kein Stein aus der Krone, ich bin arm, ich habe meine Armut, aber ich möchte mich von Gott retten lassen, dann muss man ihn nehmen, sagt der Papst. Und ich glaube, das gilt wieder nicht nur für die Priester, sondern für uns alle. Wir dürfen nicht glauben, wir sind stolz, wir können Rollen spielen, sondern immer wieder Gott unsere Armut hinzuhalten, uns von Gott die Füße waschen zu lassen. Also diese drei Botschaften, seid barmherzig mit euren Priestern,
Liebt Gott in der Eucharistie und lasst euch immer wieder von Gott und von den Mitmenschen helfen, wenn es schwer wird im Leben. Amen.